Sprit sparen. Das Einzige, was viele beim Kauf eines neuen Autos am wichtigsten finden. Aber wenn Ihr neuer Kleinwagen in den ersten 60.000 Kilometer bis zum ersten Motorschaden keine 5 Liter auf 100 Kilometer erreicht, dann wird sofort der Hersteller verklagt. Man muss aber wissen, dass es nicht nur auf das Auto ankommt, sondern auch auf dich selber. Also was kann ich tun, um die Werte der Hersteller echt wirken zu lassen? Nun, genau deswegen bin ich hier mit unserem BMW 330d, welches als Begleitfahrzeug bei der Spritspar-Challenge, der 500-Euro-Challenge, nur 3,8 Liter auf 100 Kilometer verbraucht hat. Definitiv das spritsparendste Auto, das wir haben. Und ich zeige euch jetzt, was dazu gehört, Sprit und somit auch euer Geld zu sparen. Wer bremst, verliert. Bremsen ist eine Vernichtung von Energie. Energie, die dein Motor vorher durch Verbrennung von Sprit aufwenden musste. Also Füße weg vom Bremspedal. Wenn ihr seht, dass ihr da vorne sowieso langsamer fahren müsst, dann geht einfach vom Gas. Lasst die Motorbremse die Arbeit machen. So wird die Schubabschaltung aktiviert, es wird kein Sprit in den Motor eingespritzt, sondern bleibt im Tank. Und genau das wollen wir doch, oder? Damit das funktioniert, müsst ihr jedoch in einem Gang sein. Also bringt euch das Schalten in den Leerlauf hier absolut gar nichts. Wenn ihr dann an einer Kurve seid, seid ein Rennfahrer. Klingt irgendwie falsch, oder? Um Sprit zu sparen, musst du so schnell wie möglich fahren? Nun, ja, zumindest in der Kurve. Denk drüber nach. Wenn ich durch eine Kurve so schnell wie möglich durchfahre, muss ich vorher nicht so viel Energie vernichten durch langsamer werden und ich muss danach nicht mehr so viel Energie aufwenden durch Sprit verbrennen, um wieder auf die Regelgeschwindigkeit zu kommen. Aber hier vorsichtig sein, wir wollen natürlich keine anderen Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen, deswegen heißt es hier, sehr vorausschauend zu fahren. Zum Glück habt ihr in der Zeit, wo ihr nur vom Gas runter seid und nicht bremst, sehr viel Zeit, um zu gucken, ob irgendwo andere Verkehrsteilnehmer sind, auf die man achten sollte. Wenn ihr nach der Kurve beschleunigt, gebt Gas. Natürlich nicht Vollgas, das wäre schlecht, aber es macht keinen Unterschied, ob ihr nach der Kurve langsam auf einer langen Strecke auf 100 beschleunigt oder ob ihr etwas schneller auf 100 beschleunigt und danach in einem höheren Gang dahin cruisen könnt. Es ist sogar besser, schneller zu beschleunigen, denn so könnt ihr euch eher auf die nächste Kurve konzentrieren, aka früher vom Gas gehen, und ihr steht anderen Verkehrsteilnehmern nicht so im Weg rum. Für die Beschleunigungsphase ist wichtig zu wissen, nicht in einem zu hohen Gang bei einer zu niedrigen Drehzahl zu versuchen zu beschleunigen. Das tut dem Motor überhaupt nicht gut, wenn er in zu niedrigen Drehzahlen Arbeit verrichten muss. Und ihr müsst mehr Gas geben, womit mehr Sprit eingespritzt wird. Und naja, wir wollen Sprit sparen, nicht Sprit verbrennen. Auch am Auto könnt ihr zwei Sachen machen, um den Spritverbrauch zu verbessern. Das Gewicht verringern und die Aerodynamik verbessern. Mit weniger Gewicht müsst ihr weniger unnötige Masse herumschleppen. So seid ihr schneller in der Kurve und ihr müsst nach der Kurve nicht mehr so viel Energie aufbringen, um wieder auf die Regelgeschwindigkeit zu kommen. Also schmeißt alles Unnötige an Gewicht raus. Die Einkäufe, den Müll, die Landkarten unterm Sitz, die Freundin und wenn ihr mutig seid, auch das Ersatzrad. So spart ihr ca. 80 bis 120 Kilo, je nach Freundin. Ich meine, schaut mal. Ich habe beim Filmen dieser Aufnahmen 75 Kilo gespart, weil ich keine Freundin habe. Die zweite Modifikation ist die Verbesserung der Aerodynamik. Habt ihr eine Dachbox für Skier, die ihr vielleicht nur einmal im Jahr verwendet? Oder habt ihr andere Accessoires auf dem Dach? Runter damit, ist nur unnötige Windresistenz. Macht dich langsamer, musst mehr Gas geben, verbrauchst mehr Sprit. Nicht öko genug? Wie wäre es damit, dein Auto tiefer zu legen? So können weniger Luftwirbel unter dem Auto entstehen, die den Luftfluss stören könnten. Und dein Minivan ist dann der coolste auf dem ganzen Metroparkplatz. Also was haben wir heute gelernt? Wie spart man Sprit? Nun, ihr dürft nicht bremsen, müsst so schnell wie möglich durch die Kurve fahren und danach relativ schnell Gas geben. Ihr müsst euer Auto so leicht und so aerodynamisch wie möglich machen und wenn ihr wollt, könnt ihr das Auto sogar tiefer legen. Wenn man genau darüber nachdenkt, dann sollten laut diesen Regeln Grüne und Rennfahrer gar nicht so unterschiedlich sein, wie wir alle denken. Mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal, liked das Video und teilt es, wenn ihr wollt. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.